Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir machen uns auf den Weg nach Corinnes, in die Stadt zu Lord Hagen einmal und auch noch... Ja, und dann nochmal zu Xardas. Eventuell hauen wir den einen oder anderen Gegner hier auf den Weg kaputt, falls es wieder Gegner gibt. Ich hoffe es. Ich brauche Erfahrungspunkte, beziehungsweise ich will Erfahrungspunkte. Wir haben 11 Lernpunkte. Und ich hätte gern mehr. Das ist irgendwie, keine Ahnung, in meinem Schädel schon so verankert. Ich glaube, wir brauchen eigentlich nicht mehr, aber ich will mehr. Und ich will auch definitiv eine bessere Drachenjägerrüstung oder andere Rüstung. Crawlerplattenrüstung könnten wir auch noch irgendwie organisieren. Aber ich glaube nicht, dass die besser ist als das hier, was wir jetzt haben. Die wäre zwar, glaube ich, schon gut, aber ich weiß jetzt nicht. Also ich glaube, es hätte mehr Sinn gemacht, hätten wir die Platten, diese Drachenschuppen zu Jan gebracht. Okay, wir haben die jetzt immer noch im Inventar, weil wir ja in der letzten Folge nicht gespeichert hatten, einmal. So, da haben wir sie, Drachenschuppen 24. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal zu Lord Hagen. Und Vatras sowie Laris. Lee, sage ich schon. Lee waren wir ja schon in der letzten Folge. Jetzt können wir zu Vatras, Laris und Dings. Und Lord Hagen. Und danach würde ich mal zu Xardas gehen. Und wir müssen das auch mit der Diebesgilde endlich mal zu Ende bringen. So, das war ja hier. Stimmt, Statue von Innos hätten wir auch nochmal hingehen können und dann nochmal beten für 100 Gold. Vatras. Sagen wir ihm Bescheid. Hey. Es gibt zahlreiche Gerüchte über dich in Corinnes. Ja? Demnach sollst du an der Ermordung unschuldiger Menschen beteiligt gewesen sein. Sollte dem wirklich so sein, so kann ich dich nur warnen, mein Sohn. Verlasse nicht den Pfad des Gleichgewichts und der Erhaltung dieser Welt. Sonst wird es weitreichende Konsequenzen für dich haben. Sprich, womit kann ich dir helfen? Wen soll ich ermordet haben? Die Drachen werden keinen Schaden mehr anrichten. Die Drachen werden keinen Schaden mehr anrichten. Ich wusste, dass du heil zurückkehren würdest. Doch die größte Hürde wirst du noch nehmen müssen. Ich weiß. Dann rüste dich gut und komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Trage das Auge Innos immer bei dir, hörst du? Adanos segne dich. Mehr? Kann ich noch was? Ich will Adanos etwas spenden? Ich will Adanos etwas spenden. Eine Spende an die Kirche Adanos würde einen Teil der Sünden, die du bis jetzt auf dich geladen haben magst, mindern, mein Sohn. Wie viel kannst du geben? 100. Ich habe 100 Goldstücke. Ich segne dich im Namen Adanos für diese großzügige Tat. Möge der Weg, den du einschlägst, unter dem Segen Adanos stehen. Muss ich vielleicht nochmal mit Lord André reden? Weil ich Mist gebaut habe? Wie viel Gold habe ich? 33.000. Hm.
zählen die Drachenjäger, die ich getötet habe, als Mord an Unschuldige? So, Lord André. Ich habe alle Drachen im Minental getötet übrigens. Ich habe alle Drachen im Minental getötet. Wenn das wahr ist, musst du Lord Hagen davon berichten. Geh am besten direkt zu ihm. Okay, wir reden aber vorher nochmal mit Laris. So, das Spiel ruckelt aber gerade irgendwie ein bisschen viel, finde ich. So. Warte mal, kann er jetzt, Hey, ist jetzt schon eine Weile her, dass du das letzte Mal da warst. Ja. Wo hast du dich schon wieder rumgetrieben? Ein bisschen hier, ein bisschen da. Ich möchte eine Erzklinge kaufen. Ich möchte eine Erzklinge kaufen. Ich darf nur den Paladinen eine Erzklinge verkaufen. Und selbst dann nur eine einzige. Okay, Gut, wir gehen zu Laris. So, mal gucken, was ich ihm so Neues erzählen kann, berichten hey, kann. Hey, du. Ich kann ihm nichts berichten. Kann ich Gabel was Neues berichten? Hey, du. Auch nichts Neues. Gut, dann gehen wir zu Lord Hagen. Der wird erfreut sein. Obwohl, warte mal, wir haben ein Schaf getötet gehabt. Den, das eine Schaf da in der Höhle. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. So. Das ist doch alles nur Gerede. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Schiffswache? Das kann doch nicht wahr sein. War das jetzt für mich? Oder wie jetzt? Innos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Ich hab versucht. Lord Hagen? Die Drachen sind tot. Die Drachen sind tot. Ich wusste, dass Innos dir die Kraft geben würde, die Drachen zu besiegen. Wo ist das Erz? Die Orks belagern immer noch die Burg im Minental. Bis die Belagerung nicht beendet ist, hat Garond keine Chance, die Burg zu verlassen. Verdammt nochmal! Wenn Garond nicht fähig ist, der Lage Herr zu werden, muss ich mich eben selbst darum kümmern. Die paar Orks halten mich nicht auf. Mich nicht! Ich habe meinen Männern bereits Bescheid gegeben. Wir bereiten uns auf den Abmarsch vor. Wir werden alle gehen. Ich lasse nur eine minimale Wache am Schiff zurück. Das sollte dann wohl reichen, um den Orks endgültig den Garaus zu machen. Okay, kann ich das Garon dann berichten? Innos Strafe ist gerecht. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Kann ich mit Diego nochmal reden? Davon erzählen. Hier, dass ich alle Drachen. Wie laufen die Geschäfte? Wie laufen die Geschäfte? Lausig. Warum hat mir keiner gesagt, dass. Keine Ahnung. Ja, auch nichts Neues. Okay. Okay, dann gehen wir mal zu Xardas. Der wird uns wahrscheinlich sagen, dass wir zu Pyroka gehen müssen. Aber ich würde auch noch einmal mit Lester reden wollen. Vielleicht hat er was Neues zu sagen, außer dass die Echsenmenschen ihn nicht in Ruhe lassen.
Mir fällt jetzt erst auf, wie der Held hier mit dem Kopf am Wackeln ist. Beim Gehen so. Sieht irgendwie ein bisschen knuffig aus. Aber okay, wir reden mit Xardas und machen alles platt, was uns noch über den Weg läuft. Falls hier noch irgendwas über den Weg läuft, kommt. So, einmal beten. Innos! Innos schenkt dir Lebensenergie plus 3. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? 836 Lebensenergie. Perfekt. Es wird auch immer mehr. Okay, hier kommt echt nichts entgegen. Keine Orks, kein gar nichts. Muss ich irgendwem davon berichten, der Meisterdrache? Die Hallen von Irdorath muss ich finden auf jeden Fall. Oh, Lester. Hey. Du siehst nicht gerade fit aus. Du siehst nicht gerade fit aus. Die Kopfschmerzen werden fast unerträglich. Und jetzt greifen mich auch noch... Okay. Wo ist Xardas? Wo ist Xardas? Er ist fort und hat in seinem Turm diese Dämonenwesen zurückgelassen. Oh. Ich glaube, er will nicht, dass jemand während seiner Abwesenheit in seinem Turm herumschnüffelt. Wo ist er hin? Das hat er nicht gesagt. Er bat mich nur darum, dir diesen Brief von ihm zu geben. Ich habe ihn gelesen. Tut mir leid. Ich war neugierig. Und? Keine Ahnung. Ich habe kein Wort verstanden, Mann. Aber eine steht für mich fest. So bald werden wir ihn nicht wiedersehen. Ich glaube, es ist ihm hier einfach zu brenzlig geworden. Und da hat er sich einfach aus dem Staub gemacht. Okay, wir lesen den Brief. Wo ist denn das? Xardas Brief. Ich hatte vermutet, einer der Drachen im Miental sei die Quelle der bösen Macht. Wir haben mich geirrt. Wenn alles so gekommen ist, wie ich es vermute, wirst du jetzt nach den Hallen von Irdorath suchen. Das Buch, das du Pyroka gegeben hast, enthält alle Hinweise, die du brauchst. Mir hätte klar sein sollen, warum die Suchenden es in ihren Besitz bringen wollten. Du musst es dir wieder beschaffen. Die Worte Xarak Bendardo werden es öffnen. Rate sie niemanden. Ich werde mich nun wichtigeren Dingen widmen. Kann dir bei deiner letzten Aufgabe nicht beistehen. Nur du kannst es schaffen, die Quelle des Bösen zu bezwingen. Wir werden uns wiedersehen, Xardas. Speichern. Da sind Dämonen drin, hat Lester gesagt. Das sind Erfahrungspunkte. Das waren Erfahrungspunkte. Okay, gleich 2 Stück da unten. Speichert jetzt sehr lange. Okay.
So. Nochmal speichern. Den haben wir ja auch besiegt. Der hat mich jetzt nicht gesehen, ne? So, nochmal speichern, weil da... Ich höre hier noch mehr. Das habe ich schon erwartet. Ich habe mir gedacht. So, speichern. Das Schöne ist, das Bett ist ja gleich hier. Bis zum nächsten Morgen. Okay, ich höre oben noch mehr. Speichern. Nur um sicher zu gehen, wirklich. So wie Gothic mir das Spiel bisher so beigebracht hatte, alle 5 Meter speichern. Dämonenlord. Alter, was? Habe ich jetzt vergessen, die Dämonen unten zu looten? Ich hoffe, die sind jetzt nicht despawned, weil ich jetzt so weit oben war. So, nochmal pennen. Dann sind wir wenigstens wieder voll. Okay, aber wir haben jetzt keine andere Wahl, außer zu Pyroka zu gehen. So, hier haben wir jetzt auch alle gelootet. So. Was, wenn ich jetzt Lester sage, die Dämonen sind fort? Okay, dann nicht. Komm, wir machen es uns einfach. So, Kloster. Und weg damit. So, Milton. Ich habe alle Drachen getötet. Ehrlich? Das ist ja mehr als ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Jetzt müssen wir dem Bösen nur noch den Kopf abschlagen. Wenn du das geschafft hast, dann werden wir den Krieg gewinnen. Ich? Natürlich du. Wer denn sonst? Okay, danke für die Zuversicht. So, kann ich mit ihm nochmal reden? Marduk? Gibt es Neuigkeiten? Nein, leider nicht. Die Lage ist unvermindert kritisch. Wieso? Alle Drachen sind tot. Ach, er weiß das noch gar nicht. Palan? Nein,
Salandriel, Novize, Pyroka. Alle Drachen sind tot. Ich habe mit den Drachen gesprochen. Ich habe mit den Drachen gesprochen. Was haben sie gesagt? Sie sprachen unentwegt von der Macht ihres Meisters und dass dieser sich in den Hallen von Irdorath niedergelassen hat. Enos, stehe uns bei. Der Schwarze Tempel hat seine Macht zurückerlangt und schickt nun seine Schergen über unsere Welt. Alle Drachen sind übrigens tot. Alle Drachen sind tot. Das ist wahrlich eine gute Nachricht. Es ändert jedoch nichts an unserer scheinbar aussichtslosen Situation. Die Suchenden sind immer noch nicht abgezogen. Ganz im Gegenteil. Mir kommen immer mehr Berichte zu Ohren, dass sich ihre Zahlen in den letzten Tagen sogar noch vermehrt haben soll. Die Drachen zu töten alleine hat dem Feind noch keinen ausreichenden Schlag versetzt. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Okay, was sind diese Hallen von Irdorath? Der östliche Beschwörungstempel des Gottes Belia. Es sind ihrer Zahl 4 im Lande Myrtana. Doch dieser ist der wohl furchteinflößendste Tempel von ihnen. Vor etwa 40 Jahren zerstörte man den nördlichen und westlichen Tempel dieser abscheulichen Gottheit. Die tapferen Ritter dieser Zeit hatten alles eingesetzt, um diese mächtigen Bauwerke dem Erdboden gleichzumachen. Die schwarzen Horden des Feindes hatten damals der Überzahl und dem Heldenmut der Ritter und Paladine nichts entgegenzusetzen. Es wäre ein leichtes gewesen, die beiden anderen Tempel auch zu zerstören, um das Land endgültig von dem Übel zu befreien. Doch sie waren nach dem Fall des zweiten Tempels einfach verschwunden. Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm. Spotte nicht. Die Situation ist ernst. Wenn die Hallen von Irdorath tatsächlich wieder an Macht gewonnen haben, wird es schwierig, den Feind zu besiegen. Dazu müsstest du ihn erst einmal finden. Und ich denke, das wird deine nächste und schwierigste Aufgabe sein. Wir werden sehen. Das verloren geglaubte Buch von Xardas, wo ist es? Ich hatte mir schon gedacht, dass du danach fragen würdest. Aber ich fürchte, damit wirst du nichts anfangen können. Es ist magisch versiegelt worden. Ich habe es in unsere unteren Gewölbe gebracht. Und selbst wir haben bisher vergeblich versucht, es zu öffnen. Dieser verdammte Xardas hat sich da einen derben Scherz erlaubt. Kann ich das Buch sehen? Von mir aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da Erfolg hast, wo die größten Meister unseres Klosters gescheitert sind. Aber versuch es ruhig. Talamon wird dich nicht aufhalten. Okay. Gehen wir runter. Wenn ich jetzt wüsste, wo runter. Wo geht's nach Talamon? Ich glaube, hier. Da geht's runter. Das ist doch nichts. So, hier entlang vielleicht? Ne, hier nicht. Das sind die Schatzkammer. Hier vielleicht? Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Pyroka sagt, dass ich das Buch von Xardas untersuchen darf. So, sagt er das. In Ordnung, du darfst eintreten. Das Buch, das du suchst, liegt dort drüben auf dem Alchemietisch. Ah, okay. Also jetzt kann ich endlich hier rein. Hier sind noch mehr Bücher. Permanente Veränderung und ihre Zutaten. Elixier der Geschicklichkeit, ein Goblinbeere. Trank der Geschwindigkeit, Elixier der Stärke, ein Drachenwurzel. Elixier des Lebens, ein Heilwurzel. Elixier des Geistes, ein Feuerwurzel. Ich habe Drachenwurzeln, aber ich habe die so gefressen. Ich bereue gerade so einige Entscheidungen, die ich getroffen habe in dem Game. Jagd und Beute. Ich werde jetzt nicht alles durchlesen, aber ich will zumindest mal gelesen haben alles. Welches ist denn das jetzt? Pokémode? Jagd und Beute, wieder das gleiche. Hat Stand da gerade Erfahrungspunkte bekommen? Da ist nichts.
Noch weiter geradeaus? Hä? Lampe? Okay. Alter, wie tief unten? Alter, diese Geräusche. Nichts zu plündern. Also, ich kann auch auf den Bildschirm gucken. Hier ist nichts. Das ist auch eine Sackgasse. Ich speichere vielleicht nochmal. Okay, immerhin noch eine Stufe aufgestiegen. Das heißt, das speichern wir auch nochmal. Ich weiß gerade auch echt nicht, wo ich hinlaufe. Da ist noch einer. Ist das, wo ich hin musste? Da ist nichts zu holen. Nochmal speichern. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Ich habe aber auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Und sehe auch gar nichts mehr. So, außer dass ich hier Knochen sammle, passiert hier glaube ich auch nichts mehr. Ne, das war schon richtig dort. Ja, aber wo soll ich jetzt das Dings hier finden? Ist vielleicht eine der Lampen wieder so zum Öffnen? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Kann ich sehen, was dahinter ist? Warte, wie bückt man sich nochmal so?
Auf einem Alchemietisch, ach so. Okay, wenigstens habe ich hier jetzt alles einmal frei gemacht. Auf dem Hallen von Irdorf. Ah, da sind sie. So, das Buch. Die Hallen von Irdorf. Xarak Bendardo. Ah, das Buch öffnet sich. Es ist ein Brief und ein Schlüssel in dem Buch versteckt. Wichtiger Hinweis. Hing an einer Hütte im Sumpf. Lag in der Truhe von Fortuno. Ja. Eine Nachricht. Alter Brief. Pfandbrief. Befehle. Silvesters zerknüllter Brief. Aus dem Buch Die Hallen von Irdora. Die Lampe bringt Licht in die unteren Gefilde. Also musste ich jetzt doch hier rein. Ich mache jetzt ein kleines bisschen länger, weil ich das jetzt sehr spannend finde. Vorausgesetzt, ich finde den Weg wieder dahin, wo ich hin wollte. Ein Brief und Schlüssel waren da drin, hieß es. Alter. Schrecke ich mich hier jetzt erstmal. Ich höre einen Dämon. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier eben irgendwie nochmal kurz... Dämon beschwören haben wir zweimal. Okay. So, eben irgendwie... ein paar Pilze fressen. So, den können wir noch essen. So, und jetzt speichern. Ich hoffe, das sind normale Dämonen und keine Dämonenlords. Der Seite ist nichts. Okay, dann gehen wir mal dahin. Dämonenlord. Okay, die haben... Aua. Okay, der da hinten lässt uns noch in Ruhe. Okay, speichern. Schnell. Und wir haben dem einen ausweichen können. Das sind zwei. Ich versuche mal eine etwas andere Strategie. So. Ach, das ist ein normaler Dämon.
Der hat uns noch nicht im Visier. Gleiche Strategie nochmal. Anlocken. Okay, den haben wir auch. Und speichern. So macht man das. Was haben wir hier? Ein Trank. Verstaubtes Buch. Almanach. Lerne, was stand da? Was habe ich gelernt? Erfahrung 25, okay. Immerhin. So, und verstaubtes Buch haben wir jetzt bekommen. Verstaubtes Buch. Ich bin mir jetzt sicher, dass es sich bei diesem Bauwerk um die Hallen von Irdorath handelt. Sie befinden sich augenblicklich auf einer Insel nicht weit vor Corines Hafen. Bilias Interesse an dem Erzminen wird immer offenkundiger. Es wird einen Krieg geben, einen Krieg um das Schicksal der Welt. Ich scheine der Einzige zu sein, der die Vorzeichen deuten kann. Um mich herum scheint sie jeder zu ignorieren. Es wird der eine kommen und mit seinem Erscheinen hat der Krieg begonnen. Dieser Krieg ist so alt wie die Zeit, aber es scheint sich eine Entscheidung abzuzeichnen. Und ich werde nicht tatenlos zusehen, wie andere das Geschick der Welt in ihre Hände nehmen. Ich habe die alten Schriften studiert und Anleitungen gefunden, wie man die sagenumwobenen Waffen der alten Drachenherden herstellen kann. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wo man die Zutaten herbekommen soll. Zur Sicherheit habe ich das Rezept im Almanach niedergelegt. Wer von uns kann schon sagen, was die Zukunft uns bringen mag? Vielleicht ja sogar Drachen. Was habe ich gelernt? Almanach, ich muss das jetzt nochmal lesen. Ich hoffe, dass die Kuppel das Erz vor dem Zugriff Belias zu schützen vermag. Der König ist einfältig genug zu glauben, dass wir die Kuppel zum Schutz vor Ausbrüchen errichten. Doch solange wir mit diesen Ratschlägen unsere höheren Ziele erreichen, soll es uns recht sein. Ich hoffe, dass uns genug Zeit bleibt, uns auf den Kampf vorzubereiten. Sobald die Kuppel um das Minental erschaffen ist, werde ich mit all meiner mir zur Verfügung stehenden Macht versuchen, in den bevorstehenden Kampf einzugreifen. Aus den Waffen des Drachenherden. Um einen Panzer aus Drachenschuppen die höchste Härte zu verleihen, so kann man die Schuppen mit dem Erz überziehen, welches in dem Tal der Insel Karines gefördert wird. Um eine dem Drachenherren würdige Klinge zu erhalten, muss man die Klinge in Drachenblut tränken. Schon die Beigabe einer Menge von 5 kleinen Fionen verleiht dem Stahl eine Härte und Schärfe, der nichts entgegenzusetzen ist. Anmerkung: mit Karines ist zweifelsfrei das heutige Corines gemeint. Ah, okay. So, okay, hier haben wir dann alles durch, glaube ich. Ich würde noch mal mit Pyroka reden wollen. Vorausgesetzt, ich finde den Weg auch wieder zurück. Ich folge mal dem Licht. Ich benutze mal eine Fackel. Nee, jetzt ernsthaft, wo ist denn der verdammte Ausgang? Und ich glaube, das hier gehörte Xardas, dieser Bereich hier unten. Oder hat Xardas zumindest gemacht? Ich bin im Kreis gelaufen, verdammt. Hier schon mal wieder falsch.
Okay, das führt auch wieder im Kreis. Bin ich jetzt eingeschlossen? Wie kam ich hier hin? Ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Kann das sein? Hier ist alles wieder zu. Hier ist alles zugemacht worden. Stecke ich jetzt fest? Muss ich den Lampen hier folgen? Okay, wir haben es geschafft. Talamon. Hey, du. Ich habe eine Geheimtür gefunden. Was? Wo? Hinter einem Bücherregal. Was ist dahinter? Es sieht aus wie ein altes Kellergewölbe. Das ist eine wichtige Neuigkeit. Ich werde sofort Pyroka davon unterrichten. Du musst derweil herausfinden, was in diesem Keller ist. Ich war im Gewölbe. Und was hast du gefunden? Dort unten war ein Skelettkrieger, der eine Tür bewacht. Ich habe ihn getötet. Gut gemacht. Wir werden uns mit dem Gewölbe beschäftigen, wenn wir das Böse besiegt haben. Okay, nice. Haben wir geschafft. Reden wir nochmal mit Pyroka selbst einmal? Beziehungsweise... Neo, hey. Was? Braumir? Braue mir ein Extrakt der Heilung. In Ordnung. Hast du die Zutaten und das Gold? Ja, hier. Gut, ich gebe dir jetzt gleich einen Trank, dann musst du nicht so lange warten. Okay. Dankeschön. So. Ein paar Hälften gehen immer gut. Hier ist der Weg nach draußen, nach oben. Reden wir einmal nochmal mit Pyroka. So, es gibt Babo-Beten. So, Pyroka. Ich habe das Buch von Xardas öffnen können. Was? Wie hast du das geschafft? Ich bin daran schier verzweifelt. Ich hatte Glück, schätze ich. Ich brauche Xardas gar nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Xardas hat mir den Trick verraten. Ach, so ist das. Interessant. Ich kann nur für dich hoffen, dass Xardas schlechter Einfluss dich nicht verdirbt. Ich warne dich. Geh diesem alten Teufel nicht auf den Leim. Du könntest es bereuen. Was sind die Tränen, Innos? Die Tränen, Innos, sind eine alte Kindergeschichte. Sie handelt von der Urzeit, als der Kampf zwischen Innos und Belia begann. Ich habe diesen Trank gefunden. Das kann nicht sein. Ich kann es nicht glauben. Was ist denn? Wenn das wirklich die echten Tränen Innos sind, dann... Wohl kaum. Unterbrich mich nicht. Wenn das die echten Tränen Innos sind, dann haben wir eine mächtige Waffe gegen den Feind. Was meinst du mit Waffe? Es ist überliefert, dass die Streiter Innos unter dem Einfluss dieser Substanz zu fast übermenschlichen Leistungen imstande waren.
Sie waren immun gegen alle Arten der Erschöpfung und hatten die Kraft zweier Bären. Die größten Heldentaten vergangener Tage waren nur durch die Tränen Innos möglich. Verstehe. Doch die Tränen können ebenso Leid und Tod bringen. Nur Angehörigen unseres Ordens ist es möglich, diesen Trank zu trinken. Allen anderen, ja selbst den Paladinen unseres Herrn, stünde ein grausamer Tod bevor. Und was sind jetzt die Tränen? Was sind jetzt die Tränen, Innos? Als Innos erkannte, dass er Beliar, seinen eigenen Bruder, bekämpfen musste, um die Schöpfung zu erhalten, wurde er sehr traurig. Er begann zu weinen. Und seine Tränen fielen herab auf die Welt. Es waren viele Tränen. Denn sein Herz war so voll Trauer, dass er 13 Jahre weinte. Kommt zum Punkt. Die Menschen, die seine Tränen fanden und von ihnen kosteten, wurden erfüllt von einer übernatürlichen Kraft und Klarheit. Sie erkannten die Weisheit von Innos Schöpfung und begannen, ihm zu dienen. Sie waren die ersten Mitglieder der Gemeinschaft des Feuers. Die Tränen gaben ihnen Kraft, Mut und Weisheit. Doch das ist alles sehr lange her. Und schon seit über 250 Jahren hat niemand mehr eine Träne Innos zu Gesicht bekommen. Sicher eine geheime Nachricht und ein seltsamer Schlüssel darin. Wer weiß, was ich da unten im Keller des Klosters noch so alles finden werde? Ich speichere einmal. Und dann will ich mal die Tränen Innos mal kosten. Mal gucken, ob ich drauf gehe. So, wo haben wir sie? Die Tränen Innos. Okay. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht weiter. Von dem gibt's nichts Neues? Was mit ihm? So steht es in den Heiligen Schriften. Gibt es Neuigkeiten? Gibt es Neuigkeiten? Nein, leider nicht. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das ist kein Geheimnis. Muss ich vielleicht mit Lee nochmal reden, weil Lord Hagen gesagt hatte, die hauen alle? Da sagt Nick nie was Neues? Wir haben auch nur noch diese paar Quests, die Blutkette. Snapper-Krallen. Was ist das mit den Snapper-Krallen? Der Händler Lutero sucht nach Krallen eines besonders mächtigen Snappers. Ja, dem können wir das eh nicht mehr helfen. Crawler-Rüstung. Bospas Bogen. Blutkettchen, Meister der Drachen. Ja, ich würde sagen, das versuchen wir mal in der nächsten Folge rauszufinden. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!